Ja, hallo. Ich bin Jordi, auch vom Bündnis Eastside-Galerie retten. Komme jetzt irgendwie doch eher überraschend dazu, ein paar Worte sagen zu sollen, zu müssen. Ja, was sag ich? Also wenn ich hier mir dieses Gebäude angucke, könnte ich einfach nur in Tränen ausbrechen. Und ich kann auch nur sagen, dass ich in Tränen ausbrechen kann, weil sich die meisten eigentlich gar nicht bewusst sind, was hier steht. Und dafür möchte ich einfach nur noch mal werben. Also die Eastside-Galerie ist meines Erachtens, und ich denke, das sagt auch bei uns mehr und mehr durch, wirklich das bedeutendste Monument, das bedeutendste Denkmal der neuesten Zeitgeschichte. Ja, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, weil viele sagen, das ist einfach nur eine Mauer in Berlin und es macht nichts aus, wenn dahinter was gebaut wird. Aber die Eastside-Galerie, die steht im Konkreten einfach für den Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, der das Ende des Kalten Krieges bedeutet hat. Ich meine, man muss sich nur die Bilder von damals, die bis 89 in den Köpfen der Menschen waren, vor Augen führen. Da waren Filme in den Kinos wie Klapperschlange, Mad Max. Und jeder hatte irgendwo Angst, dass im nächsten Moment jemand auf dem Dummkopf auf den roten Knopf drückt und die ganze Menschheit ist ausgelöscht. Und das war 1989 vorbei. Und das letzte Monument wirklich auf der Welt, was wir überhaupt haben, das ist die Eastside-Galerie. Die Eastside-Galerie steht für die Freude an der friedlichen Überwindung des Eisernen Vorhangs und das Ende des Kalten Krieges. Und das ist meines Erachtens das wirklich bedeutendste Denkmal der neuesten Zeitgeschichte. Und das muss einfach erhalten bleiben. Und das Problem an diesem Ding ist halt eben die Substanz, natürlich, klar, die würde auch mit diesen Gebäuden stehen bleiben. Aber das Entscheidende ist, wenn ich einer friedlichen Überwindung einer Teilung denken will, dann muss ich die Grenze auch noch spüren können. Und wenn dieser 64 Meter hohe Luxusturm hier errichtet wird und ich mir dann auch noch hier auf 120 Meter Länge einen Hotelkomplex vorstelle, bleibt davon nichts mehr. Dann ist die Eastside-Galerie tot. Und deshalb müssen wir weitermachen. Und ich möchte euch auch noch mal Mut machen, dass wir eine Chance haben, das wegzukriegen. Weil letztendlich kann der Bezirk die Baugenehmigung auch im Nachhinein kassieren. Er würde dann natürlich, weil er einen Fehler gemacht hat, Schadensersatz leisten müssen. Aber unsere Herausforderung besteht einfach darin, Geld zu sammeln, dass der Bezirk finanziell in die Lage gesetzt wird, diese Dinger abreißen zu können. Und das ist machbar. Und dafür möchte ich euch Mut machen, dafür einzutreten. Kommt zu unserem Bündnistreffen, schließt euch an. Der Protest ist stark, das wissen wir, das haben wir bei Hesselhoff gesehen. Es sind Tausende auf der ganzen Welt. Na, man muss einfach sehen, die Eastside-Galerie wird ja schon von den Menschen wie ein Weltkulturerbe gewürdigt. Das beweisen die Touristen jeden Tag. Montags ist das immer um 18 Uhr, eigentlich im Sage-Restaurant. Aber wir sind auch teilweise in Bethanien, da müsste man sich erkundigen. Ich kann es auch gerne nochmal posten auf Facebook. Und wir sind da einfach auf Mithilfe angewiesen. Und neue Gedanken, neue Energie, weil das ist einfach sehr kräfteaufreibend, auch diese ganze Aktion hier. Und es lohnt sich. Also ich denke, es ist ein guter Input, es lohnt sich. Macht mit. Seid mutig. Und vielleicht auch nochmal im Sinne von Charlie Parse, der eben gesprochen hat, Save Our Dream. Berlin. Vielen Dank, Jordi.